So, hallo, wir machen weiter. Bei Fortnite, wir haben mal wieder eine Krone aus dem letzten Part. Wer sehen will, wie ich mir die Krone geholt habe, guckt sich den Part am besten an. Denn es war schon eine ziemlich lustige Geschichte mit der Kamehameha am Ende. Ja. Jetzt haben wir eine Menge zu tun. Wir können entweder... Ich würde sagen, wir machen Vibes ein bisschen weiter, ne? Ich würde sagen, Vibes ein bisschen weiter. Hier, so. Da gucken wir mal, was in der Richtung... Ja, da ist eine Menge, okay. Eine Menge möglich. Wir nehmen mal den da. Ich glaube, da gehen die wenigsten hin. Ist ein bisschen laut noch, Q-Mu, ne? Wartet mal kurz. So. Okay. Und wenn wir zwischendurch Dragon Ball-Aufträge erledigen können, wäre das auch nicht schlecht. Aber jetzt auch kein Muss. Würde ich mal so sehen. Okay. Gerade leckt es noch ein bisschen. Ich hoffe, das tut sich gleich wieder. Legt sich gleich wieder. Wir werden sehen. So, ich möchte da... Boah. Nicht, dass das jetzt wieder so eine Leckrunde wird erstmal. Das wäre nicht so schön. Aber gut. Alles, was wir jetzt hier erstmal machen müssen, ist ja auch nur eine Geräteetablierung herstellen. Dann erfahren wir ja mehr, ne? Das ist ja der Punkt. Ja, okay, es leckt ein bisschen noch. Ich hoffe, das legt sich dann wieder. Aber wir werden sehen. So, erzähl mir mal mehr. Kim und ich haben bei Synapse Station die Reliktsituation untersucht. Der Nullpunkt holt diese Relikte definitiv, wahrscheinlich absichtlich hierher. Nur das Warum ist nicht klar. Zum Glück oder zum Pech ist gerade ein anderes Relikt auf der Insel gelandet. Vielleicht hat das ja einen Draht zum Nullpunkt. Lass uns eine saubere Reliktbergung hinlegen, ja? Okay. Also mehr Relikte, die geborgen werden müssen. Das ist alles die gleiche Waffe. Was ist denn hier los? Okay. Wo muss ich hin? Oha, die Skepsel-Dinger sind unterwegs. Okay, okay. Ja, leg eine saubere Reliktbergung hin und hier ist nix. Okay. Was ist das jetzt für ein weirder Auftrag? Oh, keine davon ist die Truhe. Wo ist die Truhe? Oh, hier sind Dragon Ball-Dinger zum Kaufen. Aber wir kaufen jetzt mal nichts. Vielleicht bekomme ich irgendwann mal durch das Töten von Gegnern so ein paar Sachen. Na, das könnte mal gut... Oh, das ist sehr wichtig. Noms. Den können wir auch einfach mal futtern. So, nicht, dass ich die jetzt einsetzen würde, aber... Futtern kann man ihn ja mal. Sehr gut. Okay. Aber ich verstehe nicht, wo ich jetzt hin soll mit dem Auftrag. Ach, hier, finde den Z... Lol, das ist genau hier in der Nähe. Ja, optimal. Dann gehen wir da noch schnell hin. Okay, perfekt. Die können wir ersetzen. Weg damit. Das ist schon wieder die Waffe. Was ist hier denn los? So, dann nehmen wir jetzt mal fix so ein Auto hier. Und vorher noch kurz die Truhe hier. Ja, sehr gut. Ja, die kann man auch noch mitnehmen. Und dann würde ich nämlich sagen... Wir geben jetzt einmal ganz fix zum Sessel. Hallo. Natürlich hat er ein Schild. Du und Kim müsst euch überlegen, wie man den Schild zerstören kann. Ich werde so lange mit dem Fundament reden. Er hat einen schlechten Zeitpunkt gewählt, um meine Anrufe zu ignorieren. Er ghostet mich. Ah, wieder Geräteverbindung, okay. Okay, also erstmal wieder Geräteverbindung, alles klar. So.
Dafür habe ich gerade gesehen, haben wir hier einen Auftrag, Dinge kaputt zu fahren, zufälligerweise. Oh, wir nehmen mal ganz schnell hier einen Auftrag an. Vielleicht kriegen wir ja was. Zumindest die Mission kriegen wir dafür schon mal. Ich fahre mal kurz ein paar Sachen um die andere Mission hier zu pushen. Das kann ja nicht schaden. So, da haben wir schon 14, 15. Oh, die Büsche sind bestimmt alle ein extra Ding. Ja, sehr schön. Prima. 21. Jawoll. Ja, so Kleinigkeiten. Perfekt. Ja, ja, wunderbar. Hier, zack, 30. Sollten da sein. Sehr schön. Okay, wir warten noch auf den Gegner. Er hat noch keiner zugestimmt scheinbar oder zugesagt oder wie auch immer. Könnten wir uns hier noch ein bisschen umschauen, ob es hier noch was... Ja, perfekt. Können wir uns kurz noch hoch schilden. Auto ist ja draußen zum Wegfahren. Oh, wir haben einen Gegner gefunden. Wo ist der? Oh, der ist gar nicht so weit weg. Okay. Da fahren wir doch mal hin, würde ich sagen. Gibt sich da irgendwo hin? Darf ich den einfach überfahren, theoretisch? Ich meine, der scheint sich ein bisschen jetzt hier da reinbegeben zu haben. Ja, der hat sich hier irgendwo hinbegeben. Hier, da komme ich mit dem Auto nicht weit. Das ist er. Ja, das war's dann auch mit der Geschichte. Okay. Schön. Hat aber scheinbar kein Interesse gehabt zu kämpfen. Ist in Ordnung. Bin ich nicht böse drum. Aber sehr gut, da haben wir schon mal ein Versus-Battle gewonnen. Wunderbar. Im Prinzip habe ich mir das genauso vorgestellt. So, wir machen einfach ein paar Missionen und dabei passieren schöne Dinge. Sehr gut. So, Schild, Quatsch, Schild. Zonente. Oh, optimal. Also fast optimal. Jetzt optimal. So, wo muss ich als nächstes hin? Okay, das ist gar nicht mehr optimal. Das ist sehr weit weg. Da müssen wir uns jetzt einmal ganz schnell einmal zu den Trucks begeben. Mit den Trucks können wir dann nämlich wegfahren. Ich hoffe, dass das funktioniert und ich jetzt hier nicht irgendjemandem in die Arme renne. Sieht aber gut aus. So, heilen können wir uns dann auch später woanders. Manchmal ist hier auch noch eine Truhe. Jawohl. Die will ich gar nicht. Nee, die will ich gar nicht. Das ist so in Ordnung. Ja, was anderes Spannendes ist hier jetzt auch nicht, ne? Ah, Munition kann man noch mitnehmen. So. Und dann Abflug. Oh mein Gott, Level 99. Yo. Wir sind einfach... Wir sind fast an unserem Ziel angekommen. Also, jetzt ist das Ziel natürlich nicht mehr Level 100. Also Level 100 ist das Ziel vom Leveln her, so, ne? Für den Battle Pass ist dann alles erledigt, aber jetzt haben wir natürlich durch die Wipes-Aufträge wieder mehr zu tun. Irgendwo können wir jetzt... Oh, wir könnten da drüben noch schnell eine Geräteetablierung herstellen, oder?
So viel Zeit sollte eigentlich... Nee, wird zu knapp. Wird zu knapp. Wir könnten gucken, ob wir hier so einen Zwischenhalt machen könnten. Das können wir versuchen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es nichts wird mit dem Zwischenhalt. Da fliegt jemand auf eine Chindu-Chun. Ganz weit im Hintergrund hat man die gesehen. Aber wirklich ganz, ganz weit im Hintergrund. Na, ich denke, die Vibes-Aufträge sind für die Runde jetzt schon wieder erledigt. Da muss ich halt eine neue Geräteverbindung etablieren. Ich meine, schaffen wir das noch bis darüber? Ja, theoretisch, wir könnten es probieren. Wir sind ja hier direkt an der Zone. Also eigentlich... Eigentlich wäre es machbar. Ja, doch, locker, locker, locker. Locker kommen wir dahin. Ich muss ja nur kurz die Verbindung etablieren. Dafür muss ich ja nur dieses... Genau, dieses Ding hier auslösen. Mehr muss ich ja gar nicht tun. Zack. Sehr gut. Und jetzt wieder weg. Jemand, der stark genug ist, könnte den Schild zerstören. Du bist stark, oder? Prüfen wir das mit ein paar Trainingseinheiten. Okay, wo müsste ich jetzt hin? Lege Distanz beim Sprinten zurück. Ah, okay. Jetzt muss man so ein paar solche Sachen machen. Da ist einer. Der sich einmal hier wegbegibt. Okay. Ist so ein lustiger Wirbelwind. Aber der juckt nicht weiter. Was leuchtet hier? Scheiße. Da lag zu viel rum, was mich interessiert hat, aber damit habe ich nicht gesehen, dass da jemand... Ja, okay. Das war doof. Das war doof. Aber wir wissen, was wir zu tun haben. Wir wissen, was wir zu tun haben. Okay. Sehr, sehr schön. Dann gleich weiter. Wir sehen uns gleich wieder. So. Gleich geht's weiter. Wir können jetzt nochmal kurz gucken. Was jetzt bei Dragon Ball bleibt... Also, Jinno-Jun müssen wir fliegen. So, Objekte mit Kamehameha zerstören, ist auch klar. Kapseln öffnen haben wir jetzt beides Mal noch nicht geschafft. Ach, in so Kapseln werden auch Dragon Ball-Items drin sein. Ja, natürlich. Ohne, dass man die kaufen muss. Ja, das ergibt Sinn. Mach in verschiedenen Matches bei einem Versus-Battle. Ah, das deckt sich. Man muss mehrere gewinnen und mitmachen. Verstanden? Okay, deswegen sind das mehrere Phasen. Gut, verstanden. Ja, ist in Ordnung. Das muss man öfter machen, alles klar. Und dann hier, lege Distanz beim Sprinten zurück, einfach die ganze Zeit sprinten. Erstmal ist nur Sprinten, dann ist wahrscheinlich Springen oder Rutschen und so weiter, keine Ahnung. Okay, also erstmal so ein bisschen Training. Gut. Das sind somit jetzt aktuell Missionen, die ich überall erledigen kann. Und halt die Kapseln, wenn welche auftauchen. Da muss ich da halt hingehen. Okay. Das heißt, es ist eigentlich relativ optional, wo ich mich jetzt niederlasse, ne? Es ist sehr optional, wo ich mich niederlasse. Dann sollte ich was raussuchen, was vielleicht so ein bisschen mittig ist. Wo jetzt vielleicht nicht so viele hingehen am Anfang. Meistens hat man eigentlich da drüben so seine Ruhe, muss ich sagen. Nicht so ganz in dem Ort, mehr so halt ganz hinten, ne? Da hat man eigentlich oft seine Ruhe. Mal schauen. Weil die wenigsten fliegen halt wirklich weit. Und ich schaue mal, dass ich noch weiter komme. Dass ich mich wirklich erstmal so ein bisschen in Ruhe ausrüsten kann. Komme ich da hoch? Oh ja. Oha. Hat sich erledigt. Wo ist der hin? Okay, war eine schlechte Idee, weil
Nicht sonderlich viel Munition. Wie komme ich jetzt aber heil wieder runter? Hier? Hier? Okay. Irgendwo ist hier eine Truhe. Unter mir wahrscheinlich. Gut, aber ich muss ja eh ein bisschen sprinten. Also einfach die ganze Zeit sprinten, sprinten, sprinten. Dann ist alles cool. Sehr schön. Das ist die gleiche Waffe. Kann weg. So. Es wäre halt die Frage, ob die Person sich da unten... Ah, die Funky-Farm ist jetzt auch neu aufgetaucht. Hier ist auch wieder so ein Ding. Da gehen wir gleich mal hin. Oh, hier ist irgendwo geht's ab. Gleich mal einmischen. Ach, Scheißdreck. Macht es gerade nicht sonderlich gut, weil ich nicht viel Munition habe, ne? Aber so mal wurscht hier. Lol, was ist hier passiert? Scheiße! Dich kriege ich. Dich kriege ich auch. Nein! Oh, ich habe da keine Munition mehr für. Ups. Aber macht nichts. Eieieiei. So kann ich jetzt mal. Ich bin gerade Munitionstechnik. Ah, Mann! Ich bin munitionstechnisch gerade echt knapp bei Kasse. Wer wollte denn jetzt noch schießen? Wo denn? Alter, das gibt's ja nicht, dass ich mit den wenigen Munitionsdingern hier echt noch treffe. Unfassbar. So, können wir jetzt uns bitte ein bisschen hier... wieder aufrüsten. Okay, da haben wir Munition. Da haben wir Trank. Und wir sind auch noch im Gebiet. Das heißt, wir können uns hier ein bisschen aufhalten. Ey. Freunde. Scheiße. Scheiße. Oh mein Gott. Ey, mit so wenig Munition. Ich bin begeistert. So. Leider alles keine Duelle. wir ersetzen jetzt mal den Kollegen. So, okay, da haben wir wieder ein bisschen. Okay. Hier kriege ich jetzt, oh, hier kriege ich jetzt ordentlich Munition. Wichtig. Und Geld. Auch schön. Und Munition. Okay, jetzt läuft der Hase. Oder so. So, ja, haben wir irgendwo irgendwas Sinnvolles? Achso, ich muss sprinten. Ganz vergessen. Wir quatschen mal kurz miteinander. So. Geld. Geld immer wichtig. Ja, perfekt. Wir brauchen Schilde. Gib mir Schilde. Verkaufsautomat ist jetzt weniger, was ich suche. Aber hier unten ist wahrscheinlich wieder so ein Ding, ne?
So ein Dragon Ball. Ja, perfekt. Rein da. Rein da. Mal schauen, ob wir jemanden finden auf die Schnelle. Oder was heißt auf die Schnelle im Laufe des Matches halt. So, zack. Und wir sprinten einfach weiter, weil wir es können. Wie gesagt, Dings, technisch sind wir hier eh richtig. Mehr ist gerade nicht wichtig. Okay. Oh, nice, nice, nice. Die ersetzen wir mal hier durch. Und da unten scheint mehr Kistenkram zu sein. Oh, eine blaue! Stark. Sehr stark. Das ist die hier. Die nehmen wir mit. Das Geld nehmen wir mit. Perfekt. Hervorragend. Dafür, dass das so schlecht angefangen hat, entwickelt sich das hier echt in eine krasse Richtung. Sehr, sehr gut. Schild voll, alles voll. Munition übertrieben gut. Und wir haben irgendjemanden erlebt. Das war mein Typ! LOL! Da haben wir direkt wieder eins gewonnen. Ja, es läuft einfach. Jetzt kommt ja auch noch ein epischer Vogel. Ne, nicht episch, aber doch episch ist er. Episch ist er. Okay, jetzt krieg ich selber einen Kamehameha in die Fresse. Ne, doch nicht. Ah, ich krieg das anders in die Fresse. Schade. Okay. Aber wow, wie viele Kills wir mitgenommen haben. Und wir haben ein weiteres Versus Battle mitgenommen. Hervorragend. Das sind die Runden, die ich brauche. Das sind Runden, die ich brauche. Genau sowas brauche ich. Ey, wenn das weitergeht, kriegen wir Level 100 noch in dem Part. Insofern, let's go. Nächste Runde. So, ich starte hier schon mal wieder, weil wir können mal noch kurz gucken, was wir täglich mitnehmen könnten. Um nochmal hier schnell 30.000 mitzunehmen. Weil das wird ja auch schneller. Wir sind schon Level 100? Wann? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Wann sind wir... Sind wir in dem Part Level 100? Ich habe das nicht mitbekommen. Da oben steht Level 100. Wir sind Level 100. Wann sind wir Level 100 geworden? What the fuck? Ja, crazy. Ja, crazy. Ich werd bekloppt. Ich werd richtig bekloppt. Okay, wo gehen wir hin? Keine Ahnung. Ist eigentlich egal. Es ist eigentlich echt egal. Ja, keine Ahnung. Gehen wir hier runter. Ah, hier gehen zu viele hin. Wir gehen darüber. Wir gehen darüber. Wir gehen da ein bisschen, hier ein bisschen chillen. Da sollten nicht so viele hinwollen. Da sollten nicht so viele hinwollen. Das sollte funktionieren. Hä, sind wir in dem Part jetzt 100 geworden? Oder im letzten und ich hab's verpeilt? Ich weiß es nicht. Ne, es muss in dem Part gewesen sein, weil vorher waren wir es nicht. Vorhin sind wir doch erst 99 geworden, habe ich doch noch gesagt. Hey, jetzt 99. Und zack, einfach schon 100. Ja, nice. Was hast du für mich? Okay. Ach, du bist die 7-Wache. Oh, hier ist direkt so ein Ding, ne? Ja, perfekt. Egal, ob wir es gewinnen oder nicht, aber dran teilnehmen ist ja auch schon relevant. Jo, wir sind einfach Level 100. Ich werd bekloppt. Dann kann ich ja in dem Part noch alle Dinge auflösen. Alle hier, weißt du schon. Alle... alle... Ich komme nicht drauf, was ich sagen wollte. Also ich weiß grundsätzlich, was ich sagen wollte, aber... Ich komme gerade nicht drauf.
alle. Alle Belohnungen beim Battle Pass einlösen. Das war wirklich, was ich sagen wollte. Sehr nice. Da muss man aber sagen, also Selbstversuch technisch, ne? Es hat schon lange gedauert, Level 100 zu werden. Also man muss schon einiges spielen, um dahin zu kommen. Als wir angefangen haben zu spielen, hätte ich gedacht, es dauert nicht so lang. Hätte ich gedacht, doch, das geht recht fix, aber... Ja, man muss schon wirklich spielen, das Spiel. Also es ist jetzt nichts, was man mal ebenso mitnehmen kann. Da wird schon erwartet, dass man das Spiel auch wirklich spielt. Wohin portest du mich, falls du mich irgendwo hin portest? Du portest mich nirgendwo hin, stabil. Okay. Ja, aber wir sind einfach Level 100. Ich komme nicht drauf klar. Ich komme da gerade echt nicht drauf klar. Vielleicht merkt man's. Wo ist eigentlich mein Kollege, den ich umbringen muss? Oh, hier wäre eine Kapsel. Und mein Kollege, wo ist die rote Dings? Da drüben. Ja, okay, das wird nix. Da kommen wir so schnell nicht hin. Aber das ist in Ordnung. Hat auch keiner erwartet. Ja, geh halt baden. Munition. Eigentlich krass, dass man die Munition noch benutzen kann. So. Oh, hier ist auch nichts mehr. Oh, schlecht. Munition ist noch hier. Aber wir haben jetzt nicht so wirklich was, um hier wegzukommen. Du bist zwar kein intellektueller DVD-Sammler. Ah, wir haben Sprinten geschafft. Aber du bist stark. Benutze sofort Gegenstände. Was ist das? Ist eine Granate ein Sofortgegenstand? Wahrscheinlich nicht. Was ist ein Sofortgegenstand? 6 Stück muss ich benutzen. Was ist ein Sofortgegenstand? Ich habe keine Ahnung. Sowas wie Essen? Probieren wir es mit der Kokosnuss aus. Ja, das ist ein Sofortgegenstand. Alles klar. Mit Glück kommt da also noch jetzt ein Pilz raus. Dann kann ich den auch nutzen. Jawohl, dann haben wir schon 4 Sofortgegenstände. Prima. Das ersetzen wir mal. Jawohl. Jawohl. Hier war... Ach, da genau, da war immer die Kiste, richtig. Oh, perfekt. Bist du auch ein Sofortgegenstand? Wahrscheinlich nicht, weil du Zeit brauchst zum Aufladen. Okay, ja, zählt nicht als Sofortgegenstand, ist in Ordnung. Ja, kein Thema, kann ich akzeptieren. Ach ja, da oben ist immer so ein Ding gewesen, ne? Ich erinnere mich. Da ist noch eine meistens. Aber diesmal scheinbar nicht. Okay. Oh, wir kommen jetzt hier, kommen jetzt Dinge auf mich zu. Kann ich eigentlich noch eins annehmen? Nein, okay. So, komm mal her. Perfekt. Wir müssen hier mal ein bisschen fahren. Ah, nee, schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht rechtzeitig, ist aber in Ordnung. Oder? Da hat jemand ein Kamehameha. Das hätte ich gerne. Die Frage ist, komme ich daran, ohne dass der mir... Ah, scheiße. Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Und er aber auch. Wo geht er denn hin? Wo will er denn hin? Er hat bestimmt die Kapsel benutzt. Ist das auch ein Sofortgegenstand? Nein, schade. Also wirklich nur Essen und solche Sachen.
Mann, ich komme nicht schnell genug hier raus durch. Ah, sobald ich schwimme, verliere ich Dingszeit. Scheiße. Let's go. Wir müssen da rauskommen. Ja, versus Battles fehlgeschlagen ist in Ordnung. Dafür bin ich noch nicht tot. Oh, nice. Sofort Gegenstand. So viel Zeit muss sein. Was ist der nächste Teil? Lege Distanz beim Schwimmen zurück. Ja, gut. Schwimmen mache ich relativ selten. So, wir sind aber gleich im Gebiet. Das ist schon mal gut. Okay, wir sind im Gebiet. Schnell heilen. Prima. Wo muss ich dann hin? Oh Gott, ganz woanders. Aber das Tier ist eh fast down, also da brauchen wir jetzt nicht viel mit dem Tier weiter hantieren. Versteht ihr? Hantieren. Nein, es ist okay. War albern. Hör ich da ein Kamehameha? Hat da jemand Dinge, die ich gerne hätte? Aber wir haben noch 1 Minute 28, bis hier alles sich zusammenzieht. Erstmal alles gut. Erstmal ist alles cool. Okay, wir tauschen das aus. Wir tauschen das aus. Sehr gut. Was geht denn da ab? Aber da wäre wieder ein Fahrzeug. Für den Fall der Fälle. Ja, komm, wir gehen runter. Schwimmen komme ich jetzt eh nicht mehr. Also, die Nummer ist durch. Da wäre eine Kapsel sogar in dem Bereich. Oh, hier wieder noch eine Kiste zusätzlich. Okay, das können wir ersetzen. Sehr schön. Gut, dann fahren wir eine Runde. Wir fahren schon mal ins neue Gebiet. Oh, da schießt der Typ. Ah, komm, wir probieren's. Ja, jetzt ist er mit Shindo-Chun weggeflogen, ne? Ja, ja. Genau, hat Shindo-Chun der Typ. Den Typ, der will er treffen. Ich muss eh mit Shindo-Chun Weg zurücklegen. Ich habe mir jetzt mal schnell den Shindo-Chun geschnappt. Leider habe ich die Kamehameha nicht so schnell erwischt, aber wie gesagt, ich muss mit Shindo-Chun ein bisschen Weg zurücklegen, also nehme ich die mal mit. Dauert leider jetzt wieder, bis die sich auflädt, aber ja, ne? Kann man mal machen. Ich hatte leider nicht mehr Zeit, die anderen Sachen zu bekommen, weil halt die Zone kam. Doch, Shindo-Chun geht wieder fit. Wir starten von einem relativ hohen Punkt aus. Dann sollte sie auch am weitesten fliegen können. Oh shit. Ich hab keine Ahnung, wer da auf mich geschossen hat, aber ist in Ordnung. Man kann halt leider nicht hochfliegen mit ihr. Man kann nur so runterfliegen. Ah, das ist okay. So, wir sind in der Zone jedenfalls. Da kommt sie. In 4 Sekunden geht's wieder. Man macht sich dadurch halt komplett bemerkbar, ne? Deswegen habe ich jetzt ja auch die Typen bekommen. Aber das ist mir gerade egal. Ich muss irgendwie, ja, wie gesagt, ne, man macht sich damit komplett bemerkbar. Oh, und ich kann gar nicht von Shindo-Chun aus schießen. Oh, das ist bad. Ich dachte, ich kann von da aus schießen. Aua. Okay, das ist nicht so gut. Ich dachte, ich kann von Shindo-Chun aus schießen. Kann ich gar nicht.
Ja, that's bad. Ja, komm. Scheiß drauf. Wir laden mal gerade wieder auf. Da muss ich jetzt mit meinem blauen Salvengewehr halt klarkommen. Wir haben genug Munition, also... Ja, mal gucken. Mit bisschen Glück finde ich noch was, aber... Aber das Blöde ist, ich kann von Jinuchun aus nicht schießen. Das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, ich kann von da aus schießen. Scheinbar leider nicht. Ist die Kasse schon geplündert? Nein. Dann nehmen wir das Geld noch mit. Geld ist immer gut. Okay. Sollen wir uns nochmal bemerken? Ja, komm, scheiß drauf. Oh, falsche Richtung. That's bad. Wir müssen da rüber. Nein! Okay, ich... Alles... Shit! Wo? Da oben. Okay, schlecht. Oh mein Gott! Keine Ahnung, woher der kam. Das kam nicht mehr von dem gleichen Typ. Doch! Der hat von da getroffen! Na gut. Ja, okay, aber der hat eine ordentliche... Ja, okay. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Akzeptiert. Wir haben dafür einige Strecke mit Jinuchun zurückgelegt. Ist okay. Wir haben einige Strecke mit Jinuchun zurückgelegt. Und wir können jetzt, wenn ich es richtig gesehen habe, sind wir Level 100 geworden in der Zwischenzeit. Und können jetzt tatsächlich alles einsacken. Sind wir dadurch Level 100 geworden, weil wir... Ist es dadurch möglich geworden, weil wir hier einen Levelaufstieg mitgenommen haben zusätzlich? Das kann sein. Okay. Das würde Sinn ergeben. Ja, jetzt jedenfalls können wir alles hier mitnehmen, wenn ich nicht völlig falsch liege. Na, jetzt kann ich hier einmal durchgehen und sagen, wir haben 491 Sterne. Ich möchte alles von Seite 1 bis 10 einfordern. Das sind 491 Sterne. Let's. Ah, wieso geht der noch nicht? Was muss ich dafür tun? Dafür muss ich wahrscheinlich Vibes abschließen. Ach nee, die Seite abschließen. Okay. Okay. Das geht also automatisch. Wenn die hier voll sind, kommt der mit. Deswegen alles einfordern, kommen automatisch alle Sachen. Ich klicke einmal drauf. Ich bin gespannt, was passiert. Ah, okay, man kriegt nochmal hier die Übersicht. Aber ja, wir fordern alles ein. Wir haben 491 Sterne, wir zahlen also kein Geld. Ganz wichtig. Und wir bekommen jetzt vor allem die V-Bucks für den nächsten Battle Pass. Na, das ist ja das, was ich gesagt habe. Man kauft einmal den Battle Pass und kann dann jedes Mal die Missionen im Battle Pass machen. Wenn man die V-Bucks für nichts anderes ausgibt, kann man sich den nächsten Battle Pass kaufen, ohne nochmal Geld auszugeben. Bam. Ja, das war jetzt eine Menge. Das war jetzt eine ganze Menge. Wir klicken es einmal kurz durch. Ach, ich kann hier auf Weiter drücken. Na, dann geht's weiter. Okay. Ausgerüstet wird es eh automatisch, weil wir eingestellt haben, dass es automatisch ist. Na? Und das passt dann. Das heißt, nicht wundern, wenn wir gleich ganz verschiedene... Und das hier ist dann wahrscheinlich so ähnlich, wird dann auch der Drachendings von Dragon Ball sein. Da haben sie halt den gleichen genommen und einfach mit Dragon Ball Ding versehen. Na, hier auch. Das Dragon Ball Ding bewegt sich sehr, sehr ähnlich. Und wie gesagt, das sind alles nur Aussehsachen. Das ist nichts, was am Spiel irgendwas ändert. Das sind einfach nur, dass es anders aussieht, dass man halt mal ein Schwert dabei hat und so weiter. Dass die Waffen anders aussehen. Und das habe ich alles auf Zufall gestellt. Deswegen, das wird ab und zu mal passieren, dass wir dann anders sind und so weiter. Yo. Irgendwelche Figuren. Ah, die gucken wir uns jetzt nicht alle an. Alter, wie viel das ist.
Und wir haben es angeschafft. Wir sind bei Darth Vader angekommen. Let's go. Damit ist der Battle Pass Season 3 komplett abgeschlossen. So gefällt mir das. So, warum ist da jetzt noch ein Ausrufezeichen? Was fehlt noch? Dürfte doch nichts mehr fehlen eigentlich. Wo ist da noch ein Ausrufezeichen? Habe ich was übersehen? Nö, dürfte nichts mehr ausfehlen. Ja, jetzt ist kein Ausrufezeichen mehr da. Jetzt ist er komplett fertig. Okay. Jetzt bringt es auch nichts mehr weiter zu leveln. Also, die XP sind jetzt egal. Worum es jetzt geht, wäre hier das hochzubekommen. Das machen wir durch die Aufträge bei Dragon Ball mit der Zeit, ne? Und für die Story halt gute Vibes abzuschließen. Das ist natürlich auch noch mein Ziel. Aber wir sind mit dem Dragon Ball Ding Level 100 geworden. Wir haben unser erstgenanntes großes Ziel erreicht. Sehr, sehr schön. Okay, weil ja ich testen wollte, wie lange dauert es, bis man den Battle Pass zusammen hat. Und jetzt seht ihr, wir haben 1750 V-Bucks. Na? Der Battle Pass hat gekostet, weiß ich gar nicht mehr, 8 Euro oder so. Das heißt, es bleibt sogar was übrig. Man hat sogar ein bisschen mehr übrig. Man könnte jetzt also sogar sich einzelne kleine Sachen, glaube ich, kaufen, ohne dass man... Nee, aber okay, sowas kostet gleich 2700. Na, das ist Quatsch. Nur Interesse halber mal geguckt. Nichts, was ich kaufen würde. Nee. Alles gut. Jo, dann schließen wir hier ab. Und machen im nächsten Part die nächsten Aufträge. Na, hier ist ja noch einiges zu tun. Versus-Aufträge müssen wir noch machen. Mit Shinnochun müssen wir noch ordentlich fliegen. Das ist jetzt ungefähr die Hälfte, die wir zurückgelegt haben. Ein bisschen mehr wie die Hälfte. Kapseln habe ich immer noch keine bekommen. Und Kamehameha muss ich noch Objekte zerstören. Und ansonsten schwimmen. Erstmal schwimmen angesagt. Gott. Na dann, bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.